Sehnsüchtig hatten die oderländischen Oberliga-Fans dem Oberliga-Auftakt nach dem unrühmlichen Lockdown-Saisonende ganz ohne Restart in den Amateurligen entgegengefiebert. Ja, wir hatten unser letztes Spiel im Februar und wir sind dankbar und froh, dass jetzt die Vorbereitung vorbei ist, dass es wieder losgehen kann. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr komisches Gefühl. Wir hoffen, dass alle sich an die Regeln halten, dass wir lange, lange weiter Fußball spielen können. Denn ich denke, dass so eine Saison wie letztes Jahr keiner erleben möchte, weil wir spielen alle Fußball, weil wir einen Sportsgeist haben und man möchte Sachen zu Ende bringen und nicht, dass es zwischendurch irgendwie abgebrochen wird. Für Gästecoach Peter Fleick und seine rot auflaufende Viktoria kam der Ligastart in der Strausberger Energiearena wiederum etwas zu früh. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Vorbereitung gewünscht. Ich denke, dass es zu kurz war, weil 4 Monate richten da schon eine Menge an. Beim Spieler muss man erstmal die Lust wieder wecken. Ja, wenn ich fast 4 Monate zu Hause war und die erstmal gemerkt habe, wie schön so ein Privatleben sein kann, da musste die dann erstmal wieder eine Spur bringen, die Jungs. Und klar freut man sich, wenn es losgeht, ja, und wenn du dann auch gut startest. Die gut 280 Zuschauer, die sich die Generalprobe für den laufenden Saisonspielbetrieb mit Zuschauern nicht entgehen ließen, wurden nicht enttäuscht und bekamen einiges geboten. Beispielsweise 2 fast komplett neue Oberliga-Kader. Wir haben ja von der Sache her auch einen ganz anderen neuen Weg jetzt bestritten, auch vor Corona. Haben wir uns einen Plan gemacht, damit wir auch budgetmäßig abspecken. Wir haben neuen jungen Spielern aus der Region eine Chance gegeben. Wir waren auch ziemlich vom Alter her, vom Altersdurchschnitt, viel zu hoch angesiedelt in der Liga. Ich glaube, wir waren sogar die Ältesten. Und jetzt setzen wir auf die Jugend. Wir haben 7 Jahre Altersdurchschnitt abbauen können. Auf ein Durchschnittsalter von genau 24,45 Jahre, ein Jahr älter als die von rechts nach links startenden Platzherren, die ihrerseits in der verlängerten Spielpause nicht untätig geblieben waren. Resultat: 11 Abgänge und 8 Neuverpflichtungen. Ja, wir haben einen Umbruch vollzogen. Mit der letzten Saison konnten wir nicht zufrieden sein. Wir wären sportlich abgestiegen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wir sind dankbar, dass wir weiterhin in der Oberliga spielen dürfen und mussten halt jeden Stein hier umdrehen. Das ist jetzt meine erste Saisonvorbereitung hier und wir haben den Kader angepasst und hoffen, dass wir halt die richtigen Spieler geholt haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir im Mittelfeld ankommen und einen einstelligen Tabellenplatz erzielen können, um die Klasse zu halten. Ein Dreier gleich zum Derby-Saisonauftakt hätte der geplagten Strausberger Fußballerseele gut getan. Aber den besseren Start in die Partie erwischten die Kreisstädter, die trotz der Abgänge von einigen gestandenen Leistungsträgern wie Sebastian Jankowski dem Strausberger Strafraum innerhalb der ersten Minuten gleich 2 Blitzbesuche abstatteten. Wie gesagt, wir haben überhaupt generell Erfahrung abgegeben und Jankowski, der hätte sicherlich noch 1-2 Jahre spielen können, aber wir haben uns eben für einen anderen Weg entschieden und gesagt, dass wir eben die jungen Spieler diese Erfahrung, die er hat, ja, die uns natürlich auch noch diese Saison weitergeholfen hätte, aber dass diese jungen Spieler diese Erfahrung auf dem Platz sammeln dürfen und können. Ja, das liegt jetzt eben nur daran, wie schnell sie hier eine Spur finden, wie schnell sie in der Lage sind, das halt aufzusaugen. Ja, und unser Kader ist ziemlich klein. Ich staune mal, dass man hier 5-mal wechseln darf und wir bringen bloß 2 Ersatzspieler mit. Angespornt von der Seite begannen beide Teams hochstehend mit frühem Pressing und Dauerdruck auf den Ballführenden. Beide Trainer hatten ihren Mannen mit auf den Weg gegeben, den gegnerischen Spielaufbau schon vor der Mittellinie zu unterbinden. Hinter die Seeloer Abwehr kamen die Strausberger erstmals nach einem feinen Pass von Kapitän Lipp genau in die Schnittstelle in der 8. Spielminute. Von der hereinkommenden Flanke ging zwar keine Gefahr aus, doch die Strausberger setzten gut nach, attackierten früh und belohnten sich mit ihrer ersten Strafraumszene. Richtig brenzlig wurde es für die Seeloer Hintermannschaft aber erst in der 12. Minute, als Florian Schulte Gästekeeper Maurice Geißler aus seinem Kasten zwang. Strausbergs Kapitän mit der Ballrückeroberung, Schussversuch Askascha, doch Glück für Seelos Sechser Goldbach, der das gegnerische Bein und den Ball entscheidend traf. Aber Strausbergs Akasha konnte weiterspielen und rückte 60 Sekunden später erneut in den Fokus. Nach toller Flanke von Felix Angerhöfer unterläuft Akasha gleich 2 Seeloer Verteidiger und kann im Strafraum nur noch unsanft von Keeper Geißler gebremst werden. Gelb für Seelos Schlussmann und Elfmeter für die jungen Wilden. Den fälligen Elfmeter verwandelte dann Dennis Zietlak in der 14. Spielminute zur 1:0 Führung. Der 23-Jährige mit Regionalliga-Erfahrung war in der Sommerpause vom BFC Dynamo nach Strausberg gewechselt und belegte mit seinem Tor, warum man ihn als Stürmer verpflichtet hatte.
und kurz wackelten die Seeloer Gäste nach dem Führungstreffer. Nach einem erneuten Angriff über die rechte Strausberger Seite und einer maßgeschneiderten Flanke von Schulte hatte der Torschütze das 2:0 auf dem Fuß, aber Zitlak vertändelte diesen aussichtsreichen Angriff fahrlässig und so blieb es vorerst bei der knappen 1:0 Führung. Keine 10 Minuten nach dem Führungstor, erste erwähnenswerte Ecke der Platzherren. Strausbergs Oldie Vincent Lipp, zwar Sieger im Luftkampf, doch der Kopfball zu unplatziert. In der Folge gewannen die Gäste wieder die Oberhand, spielten gefälliger und hatten auch mehr vom Spiel. Neuner Marquardt mit schönem Zug in den Strafraum, doch Strausbergs Ballage im eigenen Strafraum ganz sicher und fair. Aber die Falkelf in dieser Phase der ersten Halbzeit dem Ausgleichstreffer nun auf der Spur. Den erzwangen die Gäste aber erst in der 30. Minute. Nach dieser Ecke von Goldbach kann Schulte den Abpraller vom Rücken seines Teamkollegen zwar noch von der Linie kratzen, doch Seelos 1,90 Meter großer Arthur David reagiert am schnellsten und nickt zum 1:1 ein. Bednarczyk war erst nach der Testspielverletzung von Kapitän Drews noch aus der Thüringenliga von der BSV Eintracht Sondershausen nach Seelo gewechselt und feierte schon am ersten Spieltag seinen perfekten Einstand. Der Arthur, der rennt natürlich für drei, aber er hat eben noch Probleme, effektiv Wege zu gestalten. Ich sage, er rennt natürlich fast 15 Kilometer pro Spiel, aber er bräuchte eben bloß 8 Rennen oder 10, wenn er wüsste, wann und wo. Und da müssen wir ihm noch ein bisschen helfen. Es stimmt auch noch nicht die Abstimmung so zwischen den Mannschaftsteilen. Aber was der hier so runterreißt an Kilometern, das ist ja sowas von Weltklasse. Ja, aber ihm fehlt eben immer noch so ein bisschen in der Übersicht auf dem Weg nach vorn und in der Spieleröffnung, da fehlt es noch ein bisschen. Aber vom Läuferischen ist das schon eine Augenweide. Also. Keine 10 Minuten nach dem Ausgleichstreffer hätte nach abgefälschter Flanke Strausbergs Akasha zwar den alten Abstand wiederherstellen können, aber den Führungstreffer hätten wiederum 2 Minuten später ebenso die Seeloer nach dieser Ecke und dem Nachschuss Goldbachs auch verdient gehabt. Die Seeloer in der Folge wieder zwingender mit mehreren Ecken hintereinander, von denen der Ausgang dieser Ecke in der 40. Minute auf der Seeloer Bank für Unverständnis sorgte. Erst bekommt Strausbergs Kapitän Lipp den Ball sichtbar an seinen angelegten Arm und geht dann nach einem Zusammenprall zu Boden. Also da muss man mal sagen, dass wir für ein Handspiel von Strausberg eine gelbe Karte bekommen, wegen Foulspiel, und dass der gleiche Spieler bei einem Pressschlag dadurch eine zweite gelbe bekommt und gelb-rot vom Platz geht. Also gut, ich muss mal sagen, die Schiedsrichter, die haben ganz gut gepfiffen, aber an zwei Situationen eben nicht. Aber ich sage, so wie ein Spieler über Tor schießt oder vorbei, sieht eben auch ein Schiedsrichter und Linienrichter nicht alles richtig. Ich meine, da kann man nach dem Spiel, wenn es vorbei ist, brauchen wir da auch nicht mehr philosophieren. Aber waren dann schon zwei kuriose Sachen, die man nicht so versteht, aber auch nicht verstehen muss dann. Zum Ende des ersten Spielabschnitts die Gäste zwar näher am Führungstreffer dran, doch auch Kapitän Wollbaum war das Glück nicht hold. Somit blieb es beim 1:1 zur Pause. Ja, da denke ich, da wäre die Chance gewesen, das Spiel für uns zu entscheiden. Da hättest du eben eine 2-3-1 machen müssen und das ist uns natürlich nicht gelungen. Der hat natürlich Weltklasse da erhalten. Ja. Ein optimaler Start in den zweiten Spielabschnitt gelang den Strausbergern, die nun von links nach rechts angriffen und nach einem Abschlag des Seeloer Schlussmanns und ein wenig Redebedarf das 2:0 durch Kapitän Lipp erzielten. Das ist relativ einfach. Unser Spieler Vincent Lipp hat aufs Tor geschossen. Der Torhüter hat den Ball abgefälscht und ein Spieler stand im Abseits, der aber passiv war. Der Schiedsrichterassistent ist dann natürlich gezwungen, die Fahne zu heben und hat sich dann abgesprochen mit dem Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter hat die einzig richtige Entscheidung getroffen und hat den Torerfolg gegeben. Die Gästeabwehr hatte zwar wegen angeblichen Abseits protestiert, doch wie in dieser Einstellung schön zu sehen, griff beim Schuss von Lipp Strausbergs Akasha nicht ins Spielgeschehen ein und somit die erneute Führung regelkonform. Nach dem erneuten Rückstand kamen die Kreisstädter aber diesmal schnell zurück, erspielten sich einige gute Strafraumszenen, scheiterten aber meist an Strausbergs letztem Mann, Marvin Jeschke. Ob die Mannschaft jetzt zurückliegt oder nicht, so wie sie gespielt hat, war ich eigentlich optimistisch, dass sie dann auch zurückkommen kann. Das hat sie natürlich auch gemacht. Ja,
Das war natürlich ein großes von mir auf meiner Seite ein großes Kompliment an die Spieler, dass sie nie bei zweimal den Rückstand sich hängen lassen haben. Und so muss das auch beim Fußball sein. Also ich muss immer in der Lage sein, egal wie der Stand ist, ob man 3 oder 4-0 zurückliegt, immer alles zu geben, weil es sind ja auch viele Seeloer oder aus unserem Umfeld Zuschauer da gewesen. Und da wäre es schon fatal, wenn die Spieler runtergehen vom Spielfeld, ohne alles gegeben zu haben. In dieser Phase der Partie die Strausberger nur selten mit eigenen Entlastungsangriffen, wie hier durch Kapitän Lipp, der den Ball aber nicht optimal aufgelegt bekam. 60. Spielminute, die stärkste Phase der Gäste begann. Strausbergs Abwehr wackelte zwar, aber noch war kein Vorbeikommen an Keeper Jeschke. Also unser Torhüter hat seinen Job gemacht, das ist die Aufgabe, dass wenn ein Ball durchkommt, dass er den fängt oder hält oder wie auch immer. Ich denke, dass gerade die letzten 6-7 Minuten dann wieder ein offener Schlagabtausch war. Wir hatten nochmal ein, zwei Situationen. Insgesamt hatte Selo aber gerade aufgrund unseres Platzverweises dann natürlich ein bisschen mehr Druck zum Tor, weil uns dann einfach ein Spieler im Zentrum gefehlt hat und Wollbaum kriegst du nicht über 90 Minuten in den Griff. Und nach diesem Foul des Strausberger Routiniers und Torschützen zum 2:1 holte sich der Kapitän, der Anfang des Jahres aus Borgsdorf gekommen war, seine 2. gelbe Karte im Spiel ab, sprich gelb-rot, seine 1. in den letzten 15 Jahren und zugleich 15 Minuten Unterzahl für die Platzherren. Selo wurde immer stärker, drängte auf den Ausgleich und sollte sich auch unmittelbar belohnen. Ebenfalls ein Mann mit Kapitänsbinde, diesmal aber der Seeloer, Mariusz Wollbaum, durfte sich in der 78. Spielminute in die Torschützenliste eintragen. Ja, endlich mal dann einen Seitenwechsel. Vor dann im Training üben wir das auch ganz oft, dass man die Seite wechselt. Ja. Kam dann auch der Ball an, Flachschuss, der war natürlich abgefälscht durch drin. Ja. Aber wie das Tor nun fällt, ich denke, für mich gibt es immer keine schönen Tore, es gibt nur Tore. Ja. So ein Tor zählt eben genauso, als wenn er Unterlatte oder Dreierangel drin geht. Und ich denke, dass die Spieler dann nach dem 2:2 gewusst haben, dass wir den Punkt hier mitnehmen. Ja. Und man muss aber sagen, dass Mariusz Wollbaum dann in der 90. nochmal eine Rakete da losgelassen hat, die der Torwart auch wieder in Supermanier gehalten hat. Aber trotzdem denke ich, unterm Strich geht der 2:2 noch. Nach dem erneuten Ausgleichstreffer musste Strausbergs Bank reagieren. Und so entschied sich Oliver Richter in der 79. Minute, den erst zur Halbzeit eingewechselten, hochtalentierten 18-jährigen Jonas Kammer für Rückkehrer Martin Kempter wieder vom Platz zu nehmen. Mir tut es unheimlich leid für Jonas Kammer, der Junge ist 19 Jahre alt, den habe ich zur Halbzeit gebracht, war dann aber ein bisschen anfällig aufgrund des Platzverweises auf der rechten Seite und es ist bitter, dass ich ihn nach 30 Minuten wieder auswechseln musste, ansonsten war es eine geschlossene Mannschaftsleistung. Tore sollten die Fans nicht mehr zu sehen bekommen, dafür aber noch eine 2. gelb-rote Karte. Die holte sich, wie schon erwähnt, Theo Hahn in der 90. Spielminute ab. Somit war die Egalität auf dem Platz wiederhergestellt. Am Ende ein verdientes Remis, mit dem die Seeloer besser leben können als die jungen Wilden aus Strausberg. In Anbetracht der Konstellation, die, mit der wir hierher gefahren sind, mit 6 Verletzten und ein Spieler aus familiären Gründen hat gefehlt, sind wir natürlich hochzufrieden, obwohl ich denke, dass nach dem 1:1 mehr drin war. Während die Seeloer recht unbeschwert auf die kommenden Spieltage blicken, sind die jungen Wilden zum Punkten verdammt. Denn seitdem Oliver Richter das Team in der Rückrunde übernommen hatte, stehen aktuell lediglich 1 Sieg und 9 Niederlagen bei gerade einmal 10 Pflichtspielen als Strausberger Chefcoach zu Buche. Also wir sind ja letztes Jahr sportlich abgestiegen und es ist für alle hier ein Neuanfang und die ersten 4 Spieltage sind saisonweisend. Niemand weiß, wie die Situation ist, wie viele Absteiger es gibt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, einstelliger Tabellenplatz. Wenn man einen einstelligen Tabellenplatz hat, dann ist man definitiv in der Liga geblieben. Wenn wir am Ende 12. sind und die Klasse halten, dann ist das für uns auch absolut in Ordnung. Aber wir müssen jetzt, Selo ist halt ein absoluter Konkurrent auch in der Liga und das ist heute das erste 6-Punkte-Spiel gewesen und nächste Woche gegen Greif Torgelow geht es weiter, dann kommt der MSV Pampow und Lok Stendal. Das sind alles Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, vermutlich, Stand jetzt, unsere Einschätzung. Und da gilt es halt, Meter zu machen, damit wir erstmal drin sind in der Saison, weil wenn man am Ende hinterherläuft, ist es immer anstrengender, als wenn man schon im Mittelfeld drin ist.